Und hattest du vielleicht schon mal was mit einem Mädchen? Ich kann das nicht. Also, mir wurde total warm, als ich Cordulas Hand berührt habe. Versteht ihr? Mein ganzer Körper, meine... Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Ich hasse mich total selber. Vielleicht bin ich ja lesbisch. Was macht ihr hier? Was ist hier los? Ich wollte Jojo nur aufmuntern, wirklich. Hast du jetzt was mit ihm? Ich weiß. Oh, das ist vergrammelt. Willst du heute Nacht wieder bei mir schlafen? Sterne sind ja schon spannend, ne? Ja. Wusstest du, dass es für jedes Sternzeichen ein eigenes Sternbild gibt? Nee, wirklich? Das ist wunderbar. Ja, ist ja schon ein bisschen kalt. Da habe ich gedacht, bring ich mal ein Zelt mit. Ich glaube, besser, ja. Ja, dann baue ich das mal kurz auf und dann machen wir es uns gemütlich. Okay. Ja. Das sollte ganz einfach gehen. Brauchst du Hilfe, oder? Ach, Quatsch. Mach's dir schon mal gemütlich da. Ui! Na. Hat ja doch noch gut geklappt, ne? Ja, war eine gute Idee, ja. Sehr gemütlich und schön warm. Ja, das stimmt. Weißt du, ich finde, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und ich glaube auch, dass die anderen deine wahre Schönheit nicht sehen, so wie ich sie sehe. Und ja. Oh, Moment. I was looking like a fool when I met ya. All covered up in the dirt from my past. Mama, bitte kauf mir das Objektiv. Ich will das so gerne haben. Nur noch ein letztes Mal musst du mir das Geld geben. Bitte. Nein, wieso erzählst du denn jetzt schon wieder von der Anwaltskanzlei? Ich hab dir das doch gesagt, dass ich das nicht machen will. Hör bitte auf damit. Ganz ehrlich, ich mach so nicht weiter. Ich zieh aus. Puh, das klang schmerzhaft. Geht's dir gut? Nein. Ja, was ist los? Du schreist voll rum. Ja, wegen meinen Eltern. Die wollen, dass ich die Anwaltskanzlei übernehme. Das willst du nicht? Nein, ich will Fotografin werden und meiner Leidenschaft folgen. Aber du kannst ja machen, was du willst. Deine Eltern haben dir das ja nichts zu bestimmen. Doch klar, und die verstehen mich halt nicht. Ja, erst machst du sowieso erstmal deinen Schulabschluss und dann danach kannst du selber entscheiden. Ich meine, du entscheidest doch, was du studierst und was du machst in deinem Leben. Ja, aber... Ich muss jetzt sowieso jetzt schon ausziehen. Du musst jetzt bei dir zu Hause ausziehen? Ja, ich kann so nicht weitermachen. Du kannst nach der Klassenfahrt gerne bei mir einziehen. Dich dann da auch ausziehen.
Oder jetzt schon? Das war ein Witz. Schön, dass ihr schon da seid. Eigentlich habe ich euch alle erwartet. Ich wüsste vielleicht, wo Hortensia und Tesla sind? Ich glaube, die schlafen noch. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Das hier soll eigentlich ein Gespräch unter uns Frauen werden. Ist mir ein bisschen unangenehm. Naja, okay, obwohl eigentlich muss es eigentlich gar nicht sein. Ich will es eigentlich kurz und knapp machen. Ja, ich bin im Besitz eines Sexspielzeuges. Wallah, Frau. Nee, also wirklich, das darf eigentlich nichts. Es ist nichts Unangenehmes. Es ist sehr normal. Ich will euch einfach nur eine kurze Predigt halten, dass es wirklich auch normal ist, als Frau sich selbst zu befriedigen. Wirklich, es ist nichts, nichts Schlimmes. Alter, what the fuck? Frau Bra hat einfach einen Dildo hier bei der Klassenfahrt dabei. Ich wusste, dass sie so eine richtig wilde Willige ist. Habe ich direkt gemerkt. Sie wäre die perfekte 1000 für mich. Oder eben Lorena. Aber Lorena springt irgendwie einfach nicht auf mich an. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Zum Glück hatte ich auf der Fahrt hierher schon was mit Fatima, sonst würde ich so langsam irgendwie an meiner Qualität zweifeln. Stanley, was machst du da? Ist gar keiner Stanley, mehr. Ja. Ist keiner mehr hier. Keiner mehr da? Guten Morgen, du bist auch schon wach. Morgen, ja. Ich habe schon ein bisschen Morgensport gemacht. Ach, super. Ja. Wie hast du geschlafen? Gut, ja. Ja? Hast du schon was gegessen, oder? Nee, ich wollte Buchstabensuppe machen. Ach, wirklich? Ich hätte aber eher gedacht, ein paar Früchtesäfte für alle zu machen. Was hältst du davon? Okay, ja. Okay, gerne. Schön, dann lass uns anfangen. Hallo, ihr beiden. Hallo, du einer. Wer bist du? Ich bin Kenneth aus deiner Klasse und wer bist du? Ich bin Cringe Timmy, auch aus deiner Klasse. Also, ihr seht wirklich aus wie Zwillinge. Und zwar Doppelgänger. Oh mein Gott, Wahnsinn. Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Ja. Krass, jetzt sind wir wieder zusammen eingeschlafen. Denkst du, wir haben noch eine Chance? Ja. Ich denke auch. Also, sind wir jetzt zusammen? Ja. Weißt du was, Fatima? Was? Ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht von dir. Warum? Ich hatte alles schon geplant. Unsere Hochzeit. Die Flitterwochen. Ich wollte uns ein Haus bauen, das aussieht wie ein Zoo mit Affen, mit Kamelen, mit Elefanten, mit Vögeln. Und Jojo, du machst alles kaputt mit Stanley. Jojo, es war einmal. Es war nichts Schlimmes. Einmal kein. Es war ein Ausrutscher. Jojo, alles ruhig. Junge, beruhig dich mal ein bisschen. Und du hast alles kaputt gemacht. Ich bin nichts für dich. Jojo, sag's was. Ich schwöre, es war nur einmal. Es hat nichts zu bedeuten gehabt. Was? Du hast jetzt Luft für mich. Jojo, sag sowas nicht. Ich kann dich nicht mehr hören. Du bist mir so wichtig. Es hat nichts zu bedeuten. Es war wirklich ein Ausdruck. Ich höre dich nicht. Jojo, hör mir zu, Jojo. Thank you.
Geht's dir besser? Ja. Ich bin nur sehr verunsichert im Moment und ich weiß einfach nicht genau, was mit mir los ist. Du musst dich für gar nichts schämen, wirklich. Aber freut mich auf jeden Fall, dass es dir besser geht. Dankeschön. Ich finde, mit dir in der Sauna ist mir direkt noch heißer. Das darf niemals rauskommen, bitte. Ich kann für gar nichts garantieren. Wenn du mir nicht hilfst, meine goldenen 1000 voll zu machen, dann haben wir echt ein Problem, Alter. Könnten Sie sich inzwischen denn schon etwas mit jemand Neuem vorstellen? Ja, sagen wir mal so. Ich möchte nicht für immer alleine bleiben. Bist du eine scheiß Lesbe?